Und ja, aber ich kann jedem nur raten, guckt euch die Spiele an, guckt euch die... Ja, guckt euch an, fühlt den Controller. Kann man ja Mediamarkt Saturn, hast du nicht gesehen, Probe spielen. Wie gesagt, ich würde da keinem etwas aufzwingen oder super empfehlen wollen. Ich würde einfach sagen, probiert es aus. Weil jeder Mensch ist anders. Und wir sind immer noch in alt Russland und immer noch auf der Erde. Das war ein altes Kosmodrom. Hier muss etwas Flugfähiges sein. Okay, dürfen wir jetzt auch noch fliegen? Ja, Magnetier, also klar, ich meine, die PS4 ist halt einfach grafisch von der Ausstattung her natürlich ein Stückchen weiter vorne. Die meisten Sachen laufen in 1080p. Aber meine Güte, ganz ehrlich, wer guckt so genau hin und guckt sich das so genau an? Also ich finde, den richtigen Unterschied sieht man erst am PC, aber sorry, Xbox One und PS4... So ein Riesenunterschied, glaube ich einfach nicht. Das sieht man nicht im Spiel. Da musst du wirklich schon 5 Minuten mal stehen bleiben, dir Bilder angucken, wie hier die Textur gemacht ist und wie sie in der Xbox One-Version aussieht und so. Einen richtigen Unterschied siehst du bei PS4 und PS3 zum Beispiel. Da würdest du, glaube ich, einen super Unterschied sehen. Aber bei den Next-Gen-Sachen, ach Gott, also pff, was soll's. Naja, Tuja, wenn du früher... Also der PS3-Controller, wie gesagt, der ist halt ein bisschen dünner. Der PS4 ist jetzt ein bisschen klobiger unten, da wo man ihn hält. Und irgendwer möchte mit uns reden, habe ich das dunkle Gefühl. Oh, nee, doch nicht. Oh, wow. Okay, ich möchte gar nicht wissen, was das ist, danke. Geh wieder nach Hause. Das ist uncool. Also ich muss sagen, ich habe jetzt auch sehr viel lieber den PS4-Controller in der Hand. Ich habe jetzt auch... Ich weiß schon gar nicht mehr, wann ich die PS3 zuletzt anhatte, ganz ehrlich. So nah an der Oberfläche? Nee. Du musst uns da vorbeibringen. Ja, natürlich. Bring dich doch selber vorbei, du Sack. Dieser Geist geht mir schon mal auf den Geist hier mit seinen ständigen Ansagen. Ich habe das Ganze übrigens auf Deutsch gestellt, weil, ja, mein Gott, also ich meine, so die Super-Story ist es, glaube ich, jetzt nicht, dass wir da jetzt so Mörder-Zwischensequenzen haben, glaube ich jetzt auch nicht. Ja. Und hallo Rox, du alte Nase. Ja, Tuja, wie gesagt, also wenn du sagst, von den Spielen her eher eine PS4, probier es einfach mal aus. Nimm mal so einen Controller in die Hand. Ich würde dir ja gerne einen geben, aber es ist jetzt irgendwie ein bisschen doof. Ja, probier es aus. Das ist das Einzige, was ich sagen kann. Ja, da vorne sehe ich euch schon, ihren Nasen. Achso, und oben auf dem Radar rot wird dann angezeigt, wo die Gegner sind. Oh, haha. Ja, natürlich. Wir laufen auch noch genau rein. So muss das. Ich mache mich mal gerade kurz vom Acker hier. Was lauf ich auch da unten rum, wenn das Spiel mir schon quasi sagt, lauf oben rum. Aber gut, jedem das Seine, mir das Meiste. Dann pirsche ich mich mal lieber von oben ran. Aber ich muss sagen, bis jetzt gefällt es mir schon mal sehr gut. Auch so grafisch und also von der Umgebung her ist es genau mein Ding. So zwischen Science Fiction und Fantasy so ein bisschen, muss ich sagen. Passt, sitzt, wackelt, hat Luft. Was haben wir denn hier? Nichts Interessantes. Und hallo MacDilla. Ja, jeder, wie gesagt, jeder hat seine Vorlieben. Ich hatte ja auch eine 360 Xbox. Hab die aber wieder verkauft, aber mehr aus Zeitgründen. Oh, was liegt denn hier? Oh, toten Geist wiederbeleben. Hui, ich hab was gefunden. Ich bin toll. Hallo. Oh, er lebt wieder. Und haut ab. Na toll, ein kleines Dankeschön. Hättest du ja auch mal sagen können. Nasenbär.
Nee, also alles, was Konsolen angeht, das muss wirklich jeder für sich selber entscheiden. Ich finde halt, die Entscheidung sollte eben zum einen natürlich am Controller liegen. Was liegt besser in der Hand? Mit was komme ich zurecht? Und natürlich die Spiele. Wenn einen die Spiele auf der PS4 nicht interessieren, die exklusiven Sachen, ich meine, es geht ja wirklich nur um die exklusiven Sachen, dann soll man es halt lassen. Punkt. Und wenn einen die exklusiven Sachen auf der Xbox One nicht interessieren, wie es mir im Moment halt geht, und in absehbarer Zeit wahrscheinlich wird sich das auch nicht ändern, dann kaufe ich mir halt keine Xbox One und so. Okay, das gefällt mir nicht, was hier so rumsteht. Ich höre was. Ja. Was willst du denn? Du kleiner Nasenbär. So, die sind alle vor uns und irgendwo ist hier ein Scharfschütze. I don't like this. Du bist der Scharfschütze. Hey, hier auch noch Granaten schmeißen. Kann ich eigentlich auch Granaten schmeißen? Ich glaube noch nicht, oder? Okay, diese Vandalen sind schon ein bisschen härter drauf, muss ich sagen. Und hallo, Unit Ghost. Ach Leute, jetzt lass mich doch mal umgucken hier. Schnauze. Lübke. Und so. Okay, also ich muss sagen, die Dinger, das sieht ja hier alles gleich aus. Da müssten sie sich vielleicht mal noch ein bisschen mehr Mühe geben, dass man da so ein bisschen mehr individuelle Sachen hat. Weil das sieht doch alles sehr, sehr gleich aus. Und da vorne ist da noch irgendjemand. Kriege ich hier von euch noch ein bisschen Munna? Ich höre doch schon wieder was. Ah, da seid ihr ja. Och Junge, lass mich doch in Ruhe. Okay, unsere Gesundheit ist das oben, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, oder? Und unten sieht man unseren Fortschritt. Und The Wolf Among Us kommt nächste Woche wieder. Bin ich noch nicht zugekommen. Ist aber nicht vergessen. What the fuck? Ist nicht vergessen, aber bin ich einfach noch nicht dazu gekommen. Ich müsste sowieso noch mal die anderen Episoden irgendwie spielen, weil ich weiß überhaupt nicht mehr, worum es eigentlich geht und wer damit spielt. Und ja, hast du nicht gesehen? Also, ja, ich bin Level 2 und kann mich jetzt verbessern. Gucke ich mir mal an. Ja, so sehen wir aus, Level 2. So, wie kann ich das jetzt machen? Details. Ah, da kann ich hier noch ein bisschen... ja, ich kann Granaten werfen. Eine Granate, die einen Vortex erschafft, der regelmäßigen Schaden bei darin gefangenen Feinden verursacht. Oh, I like it. Den nehmen wir mal. Jetzt kann ich auch endlich Granaten werfen. Mit L1. Sehr gut. So, wir haben hier... Also die Kvostov 7G02 und... Predator oder Prediger Typ 20. Empfange Signale eines alten Sprungschiffs. Könnte unsere Fahrkarte hier raus sein. Okay, finde das Schiff. Durchsuche das Gebiet nach dem Schiff für die Flucht aus dem Kosmodrom. Okay. Ja, für die PS4, da sollen ja jetzt wieder ganz viele Sachen rauskommen, aber ich habe jetzt auch einen Bericht gesehen, wo sich auch der, ich weiß nicht welcher PlayStation-Mitarbeiter, irgendein Hochrangiger hat sich geäußert, so, er kann verstehen, dass viele, die die PS3 haben, sich jetzt so ein bisschen ärgern, dass eben die ganzen Remakes kommen. Aber damit wollen sie halt die ganzen Leute ansprechen, die eben noch keine PS3 hatten. Die vorher halt eine Xbox hatten zum Beispiel. Und, aber ich sag mir, Leute, also
Ich weiß nicht, ob sie damit so viele Leute dazu bringen, sich eine PS4 zu kaufen. Ich weiß es echt nicht. Ich finde halt, damit vergraulen sie die Leute, die sich eine PS4 gekauft haben, um eben neue Titel zu zocken und nicht diesen ganzen alten Kram. Weil ich werde mir außer Metro bisher, weil ich Metro 2033 noch nicht hatte, nur auf dem PC und da kam ich irgendwie nicht so ganz ran, muss ich sagen, habe ich irgendwie... Ach, ihr schon wieder... Ja, es ist irgendwie Käse. Diese ganzen alten Titel, das interessiert mich alles nicht. Upsi. Ah, Moment, ich kann ja mal so eine Granate. Ja, die ist nice. I like it. Ja, Rox Kosmodrom, so heißt es halt. Was kann ich denn dafür? Hab Schnisch erfunden. So, ah, ich habe keine Granate. Ah, die Granaten müssen aufladen. Okay, ich verstehe. Es erinnert mich so ein bisschen an Killzone, muss ich sagen, mit dem Geist und Fähigkeiten, die aufladen müssen und so weiter. Und, nee, Daku, nicht die Neuanfänger, die mit Gaming anfangen, sondern die eine Konsolengeneration zum Beispiel übersprungen haben, die gesagt haben, die PS3 hole ich mir nicht, weil... Ja, keine Ahnung, weil wegen will ich nicht, oder ich weiß es nicht, echt nicht. Denen die PS3 irgendwie zu teuer war, oder keine Ahnung, aber dann sage ich, mein Gott, die PS4 ist jetzt auch nicht so super, super billig. Die ist billiger als zu der Zeit, als die PS3. Oh, Scheiße! Du musst sie erledigen! Are you kidding me? Okay, der Dicke ist mir unsympathisch. So, wo seid ihr, kleinen Schmarotzer? Komm her. Ich sehe, dass du da rennst, du kleine Mistbacke. Okay, Ran, der Teufelskapitän. Ja, nee, ist klar. So, mein Freund. Okay, ein bisschen aufpassen hier. So, Schweber Nummer Uno. Ich glaube, den einen haben wir. Und ich wusste gar nicht, dass Chris hier mitspielt. Wegen Ran und so. Versteht ihr? Naja, lassen wir das. Verstehen jetzt nur die Facebooker. So, hier ist immer noch jemand unterwegs. Ah, da hinten. Okay, da muss ich wirklich sehr nah ran, um einen Nahkampfangriff zu machen. Hallo? Bist du hinüber? Nö. Jetzt haut er wieder ab hier. Komm zurück! Glaube ich ja nicht. Okay, mal sehen, ob ich uns hier rausbringe. What? Hilfe! Liegt hier schon länger. Hat ewig keinen Planetarsprung gemacht. Zum Glück haben es die Gefallenen nicht ganz ausgeweidet. Fliegt es noch? Das kriege ich hin. Also gut, für den Orbit reicht es nicht, aber zur Stadt kommen wir damit. Und jetzt der Teleporter. Ich hole dich rein. Um die kannst du dich später kümmern. Jetzt geht's nach Hause.
Okay, können wir jetzt hier irgendwas treiben? Hups, Hilfe. Nee, anscheinend nicht. Fortschritt. Okay. Gleiten, Streugranate. So, dann habe ich hier Aktivitätsübersicht. Naja, 19 präzise Kills, das üben wir noch ein bisschen. Missionsüberblick. Ein Hüter erhebt sich. 30 Minuten. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Und gibt es sonst noch irgendwas? Nö. Das war's. Dann können wir hier noch irgendwas tun? Nö, wir können einfach nur fortsetzen. Dann machen wir das mal. Willkommen in der letzten sicheren Stadt auf Erden, dem letzten Ort, den der Reisende noch schützen kann. Es hat Jahrhunderte gedauert, sie zu bauen. Und jetzt zählen wir jeden Tag, den sie noch steht. Und in diesem Turm leben die Hüter. Okay, jetzt brauchen wir anscheinend ein bisschen länger, um das alles zu laden, weil jetzt kommen wir wahrscheinlich in ein Gebiet, wo mehrere Leute hin dürfen, also so ziemlich alle. Und ja, jetzt habt ihr auch mal meinen Charakter gesehen, wie er halt aussieht. Das meinte Magnity mit, jetzt verlierst du deinen Helm. Und ihr habt das jetzt sicher im Stream nicht gesehen, aber die Zwischensequenz sah hier am Fernsehen richtig geil aus. Also, grafisch ist das Ding richtig geil und bisher so vom Spielerlebnis macht es super viel Spaß. So, also das bin ich. Ich habe gar keine durchscheinenden Augen oder so. So, und Sascha, die Richtungstasten habe ich vorhin schon benutzt. Ich weiß, ich kann tanzen, ich kann zeigen, ich kann mich hinsetzen und ich kann mich verbeugen. Also, das weiß ich schon. Und ja, das ist mein Warlock. Ikora Ray, die Mentorin neuer Warlocks im Turm, kann dir mit Equipment weiterhelfen. So, und hier können wir uns anscheinend in Third-Person-Ansicht bewegen. Sozusagen unser Heim. Tess Everest hat Spezialaufträge. Ich gucke mich erstmal hier so ein bisschen um. Wie kann ich helfen? Ach, die Poststelle, wie süß! Die Poststelle wird von einem Exo geleitet. Hier haben wir einen Tresor. Da haben wir dann wahrscheinlich, genau, da können wir Sachen zwischenlagern. Okay.
Rahuvi, Funky. Eine Nachricht vom Rick. Das ist Meister Rahul. Ist das ein blasses Zucken der Erinnerung? Ja, du hast auch ein blasses Zucken der Erinnerung. Brasilianisch. Guck erst mal, ob ich die Frau Ikora Ray finde. Die soll irgendwo unten sein. Muss ich hier rein? Nö. Da muss ich nicht rein. Ich blick's noch nicht so ganz. So, was mit dir? Sander! Beutezugaufseher. Ach, ich quatsch einfach mal alle an, was geht. Magnify sagt, er wird nicht angezeigt, obwohl er direkt hier vorne steht. Und hallo Chris, da ist ja der Namensvetter meines ersten, naja, Boss will ich jetzt nicht sagen, aber Mini-Boss. Der hieß nämlich Ran. Ich wollte es nur mal erwähnt haben. So, ich muss zum Ausrufezeichen, wenn ich das richtig sehe. Und das Ausrufezeichen ist unter uns, oder? Ich quatsch den mal an hier. Bestätigt. Bestandsaktualisierung in 13 Stunden. Okay, verfügbare Beutezüge. Da sind wir doch zu niedrig im Level. Bestätigt. Dachte ich mir auch schon fast. So, hier geht eine Treppe runter. Muss ich mal sehen. Kadi von der Poststelle, was macht der? Ich sehe nach. Oh, der hat Nachrichten für mich. Danke, dass du uns hilfst, Destiny zu testen. Dies ist unser Beta-Test, um sicherzugehen, dass alles auch unter schwerer Belastung standhält. Das wäre ohne dich nicht möglich. Ach, ich sammle die mal ein. Ich finde das so toll. Boah, plus 500. Das lohnt sich ja richtig. Wir sehen uns morgen. Okay. Gucke ich mal, was uns Tess Everest zu erzählen hat. Aber da kriegen wir, genau, hier haben wir im Moment leider nichts. Viel Glück. Wir müssen erstmal mit unserer Mentorin sprechen. Pass auf die Pütze auf, Hüter. Oh, hübsch. Also ich finde es schade, dass man im Stream einfach die Grafik nicht rüberbringen kann, weil es sieht echt richtig gut aus. Also, es gefällt mir richtig toll. Willkommen zurück, Hüter. Lord Shex! Shake it, Baby! Rufdetails. Okay, da haben wir im Moment auch noch nichts. Der Schmelztiegel, Schmelztiegelbeutezüge. Okay, oh Mann. Hier gibt's eine ganze Menge. Schmelztiegel-Quartierwart. Der ist ja süß. Also, den Charakter, den finde ich auch ganz cool gemacht. Gut, da haben wir aber noch nichts in unserem Inventar, was wir auch nur im Entferntesten irgendwie verwerten könnten. Ja, du kannst mal probieren. Bist du hier, um den Reisenden zu studieren? So. Jäger vor Hut. Ach, ich quatsch jetzt mal die Ikora an. So, Schnecke. Willkommen, Hüter. Warlock-Initiation. Ausrüstung für neue Hüter. Einsatz Warlock-Feldgewebe und etwas Glimmer, um es zu verbessern oder andere Ausrüstung zu kaufen. Möge es dir gute Dienste leisten. Dankeschön. Was haben wir hier? Abzeichen. Glimmer. Symbol des Magisters. Ist auch ein Abzeichen. Okay, das sind unsere Vorhutrüstung. Oje, Level 20. Da brauchen wir noch ein bisschen für. So. Können wir jetzt hier irgendwas reißen? Bringt uns das jetzt irgendwas? Hier müssen wir noch ein bisschen für arbeiten. Springen und drücke dann in der Luft erneut X, um Gleiten zu aktivieren. Okay. WTF. Gut. Also das können wir alles noch nicht tragen. Wir stehen hinter dir. Okay, Option. Aber ich habe ja... Doch, ich habe eine neue Rüstung. Hier, einen neuen Brustschutz, wie es aussieht, mit 23 Resistenz. Das ist doch ganz gut. Das rüste ich mal aus. Und das haben wir jetzt automatisch hier rüber verschoben. Und hier zeigt er auch was an. Equipment. Ah, hier komme ich runter. Eine Allround-Hülle. Ah, ein Transportmittel kriegen wir irgendwann anscheinend auch noch. Sprungschiff der Arcadia-Klasse.
Und Rune des Schülers. Ah, da kann ich mir ein Abzeichen aussuchen. Das ist das da oben, was neben meinem Namen ist. Ja. Ich finde das eigentlich ganz nice, muss ich sagen. Nee, das finde ich nicht so hübsch. Ich nehme das hier. Das sieht doch ganz hübsch aus. Chris, ich bin natürlich erst Level 2. Ich habe ja noch nicht gespielt. Ich habe nichts gemacht. Null, nada, niente. Mensch. So, der hat... Kann ich mit denen irgendwas anfangen? Titanvorhut, Titanschutz. Ah, das könnte ich jetzt rein theopraktisch kaufen. Das erfordert aber alles Level Blub. Im Licht des reisenden Hüter. Was hast du gesehen? Der hat auch noch Abzeichen. Und da brauche ich auch alles Level 4. Aber von denen können wir auch alle was kaufen. Finde ich ja schon mal sehr lustig. Hey, bleib wachsam da draußen. Hey, ich werde es versuchen. Okay, inventartechnisch. Ja, nee, ist klar. Einstellungen, blub. Und da ja? ist Magnety. Hi. Tag. Ich begrüße Sie in meiner gewohnt liebenswürdigen Art und Weise. Warum? Okay, ich muss mal gucken. Ich weiß noch nicht, ob irgendwas morgen ist. Kann ich Ihnen nicht sagen. So, ich verstehe dich leider kaum. Ich muss es ein bisschen lauter stellen. Sonst verstehe ich dich nicht. Ja. So, wie war jetzt nochmal winken? Nee, hier tanze ich. Yay! Let's dance! Das ist eine andere. So, wir können jetzt hier hoch zum Waffenmeister. Der Turmwaffenmeister kann ich mit besseren Waffen ausrüsten. Ja, das gucke ich mir mal an auf jeden Fall. Wie gesagt, ich muss irgendwann auch mal gucken, dass ich eben mein Headset auch an die PS4 anmache und dass man dann vielleicht streamen kann und ja... gleichzeitig quatschen kann. Ich weiß, was du brauchst. So, mal gerade gucken. Bewaffne dich. Ich darf eine Waffe wählen. Lass mal gucken. Da haben wir ein Automatikgewehr. Impulsgewehr. Kurzen scharfen Salven. Da haben wir ein Scoutgewehr. Das klingt ein bisschen halbautomatisches Gewehr. Meisterschützenpräzision, das klingt ein bisschen nach Scharfschütze und ja, Snipen und Handfeuerwaffe. Naja, ich bin ja. Impulsgewehr weiß ich nicht. Feuerrate. Ja, gut, das Marshall hat natürlich Feuerrate technisch ziemlich viel Wumms. Das hat kaum Feuerrate, aber dafür unheimlich viel Schlagkraft. Oh Gott. Also eins von den beiden. Und Magnety hat erstmal Telefon. Na super. Also eins von den beiden würde ich nehmen, muss ich sagen. Ich habe jetzt im Moment das hier. Mit dem war ich ja eigentlich ganz zufrieden. Also wenn man mit R2 drückt, dann kommt das, was man aktuell ausgerüstet hat, auf der rechten Seite. Das finde ich schon mal sehr nice. Da kann man hier einfach durchscrollen. Ja, die Feuerrate ist natürlich scheiße. Nee, Handfeuerwaffe bin ich nicht so für. Also will ich eine scheiß Feuerrate? Ich war mit dem eigentlich sehr zufrieden, muss ich sagen. Ich glaube, ich nehme erstmal das hier. Das hat mehr Schlagkraft und auch mehr Reichweite. Das wäre natürlich auch geil, aber die Feuerrate ist natürlich beschissen. Aber Schlagkraft und Reichweite ist auch nicht zu unterschätzen. Ist sehr stabil. Nachladen ist auch okay. Ich glaube, ich nehme doch das hier. Weil die Feuerrate ist sehr hoch, aber das heißt auch, dass ich ziemlich viel Munne verdödele. Da steht jetzt leider nicht, wie viel Munition er in einem Magazin drin hat. Diese Waffe verursacht Kinetikschaden.
und die haben alle Kinetikschaden. Okay, dann nehme ich aber, glaube ich, doch eher das hier, auch wenn es weniger Feuerrate hat. Und hallo, Yoshi! Ach, ich probiere das mal aus, das Impulsgewehr. Sieht gut aus. Dankeschön, ich weiß, dass es gut aussieht. Und was hat er noch? Geistherstellungspaket zum einmal.